Gut, wir zeigen uns heute in unserer Session erstens einmal eine Klasse Fahrzeug, genau. Haben wir da was auch ein, Name, Stream Kennzeichen und wir haben gesagt, dann machen wir vielleicht einen Konstruktor gleich dazu. Public Fahrzeug. Arthur, Ja. bei mir unterringelt String. Du musst groß schreiben, oder? Kannst du? Ach, stimmt dich. Ich schreibe es auch immer klar. Ich programmiere so viel in C++. Da schreibt man String klar, deswegen habe ich es alles klar. Also, ich programmiere meistens in C++, deswegen, genau. Public Fahrzeug. Und da könnte man zum Beispiel sagen, dass der Tankinhalt 100 ist. Wie gesagt, sagen wir mal 100 Liter. Nehmen wir zum Testen. Und dann kopieren wir uns das da. Machen wir einen zweiten Konstruktor. Und heute mache ich gleich einen zweiten Konstruktor. Und der macht den Namen und das Kennzeichen. Kriegt der. Das heißt String Unterstrich Name, Beistrich, String Unterstrich Kennzeichen. Und da schreibe ich rein. Name ist gleich Unterstrich Name und Kennzeichen ist gleich Unterstrich. Also wie gesagt, so Konstruktoren haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gemacht. Die sind immer wichtig, dass wir da was zum Initialisieren haben, dass wir da was steuern können, etc. Aber da können wir heute ein paar andere Sachen noch dazu. Nochmal, dass wir das jetzt ein bisschen durchbesprechen. Und da machen wir aber gleich jetzt eine Methode noch dazu. Und das war, machen wir zwei Methoden, nämlich, da machen wir, die erste Methode machen wir mal Void auftanken. Ist da? Die nennen wir einfach nur mal Void auftanken. Und da wird einfach der Tankinhalt dann wieder, also jetzt mal, wenn ich auftanken tue, dann wird der Tankinhalt wieder befüllt oder so, gell? Also Tankinhalt ist wieder 100, theoretisch, gell? Und dann schreiben wir nur aus System.out.println Dein Tank ist wieder voll. Dein Tank ist wieder voll. Machen wir als erste Variante. Wie gesagt, heute spielen wir alle Varianten nochmal durch, wenn wir das brauchen. Also einfach eine Void-Methode, die nichts zurückliefert, außer dass es halt irgendwie auftankt. Ist da? Was da immer wichtig ist, jede Methode in einer Klasse kann immer auf die ganzen Komponenten in der Klasse drauf zugreifen. Die sind dann immer violett, denn IntelliJ, sind, da kann ich darauf zugreifen. Das heißt, ich brauche da nicht irgendwo was übergeben, sondern ich kann zum Beispiel da jetzt zugreifen drauf. Aber ich kann zum Beispiel auch eine zweite Methode schreiben, die nenne ich Void tanken. Ja. Und das würde aber jetzt zum Beispiel Double Liter übergeben. So. Und das wird einfach die Liter dazu hauen. Ja, zum Beispiel, das wird jetzt mit tanken und die möchte ich dann mit Liter dazu schmeißen. Und da kann ich dann schreiben, zum Beispiel Tankinhalt, der alte Tankinhalt ist gleich der alte Tankinhalt plus die Liter, die dazu kommt. Und dann könnt ihr schreiben, also Tankinhalt machen wir Double. Machen wir Tankinhalt Double. Das taugt glaube ich nicht. Machen wir da Double. Genau. Und dann könnt ihr schreiben, dein aktueller Tankinhalt, aktueller Tank. Da bekommen wir auch ein bisschen Zuschauer dabei. Ich schicke euch dann eher den Code. Aber mir geht es jetzt nur darum, dass wir die Struktur jetzt nochmal gut checken. Das brauchen wir eigentlich dann alles für die Apps und so und für die Spiele. Dein aktueller Tankinhalt beträgt. So. Und da schreiben wir dann eine plus Tankinhalt. Okay. Also wichtiger Unterschied zwischen Methoden, die keine Parameter verwenden und Methoden, die einfach nur irgendwas machen.
Zum Beispiel, wenn ich fix weiß, wenn ich auftanken würde, dass ich das tue, ja, okay, dann könnte ich das halt machen. Warte. Und, ja? Bei mir ist das Tankinhalt ist gleich Tankinhalt plus Liter, das ist bei mir rot unterstrichen. Also ja, schreib da oben dazu Double, schau, siehst du, sieh mal. Okay. Schreib dazu Double, weil wenn es vom gleichen Datentyp ist, gell, was das? Ja. Schreib dazu Double, ist gescheiter. Arthur? Ja, was? Bei mir unterringelt das Liter. Das Liter, warte mal. Ah, da, das ist Double Liter. Schreib da Double, ja. Schreib unbedingt Double dazu. Ja. Warum ist das schlauer? Weil beim Programmieren ist einem immer lieber, dass das vom gleichen Datentyp ist. Das heißt, dass das Double und das Double ist und das dann Double ist, dann tut es sich noch ein leichter. Gell? Aber nochmal, einfach ein wichtiger Unterschied halt einfach, was kann eine Klasse jetzt nochmal alles haben? Jetzt haben wir alles gelernt, was eine Klasse schon mal machen kann. Eine Klasse kann haben Attribute, eine Klasse kann haben einen Konstruktor, der nicht großartig was tut, eine Klasse kann haben einen Konstruktor, der Sachen setzt, initialisiert, gell? Initialisieren, ein ganz wichtiges Wort in der Informatik. Dann kann eine Klasse haben eine Methode, die einfach irgendwas tut, nichts Großartiges, aber immer das Gleiche. Und da kann man aber eine Klasse, eine Methode haben, die vielleicht ein bisschen schlauer ist. Gell? Und da kann man natürlich da, wenn man jetzt mehrere Parameter hat, kann man die natürlich da auch reinschmeißen. Geht genauso. Passt. Jetzt haben wir das von der Struktur her. Gell? Heute haben wir nochmal da alles ein bisschen durch, weil das braucht man nämlich dann immer wieder. So, jetzt, und dann haben wir gesagt Fahrzeug, ja. Und jetzt machen wir ein Fahrzeug, jetzt machen wir jetzt ein Auto draus. Das Auto habe ich schon, das Car lösche ich wieder letztes Mal. Das lösche. Delete anyway. So, und dann mache ich jetzt eine nächste Klasse. Also ich habe jetzt meine Klasse Fahrzeug und jetzt mache ich eine Klasse Auto. Gell? Jetzt mache ich eine Klasse Auto. Java Class. Und den nenne ich Auto. Ganz wichtig. Großbuchstabe immer. Gell? Großbuchstabe. Nie Kleinbuchstabe. Das mag ich gar nicht. Das ist ja ganz schlecht. Das heißt eine Klasse Auto. Und dann haben wir gesagt, ein Auto ist ja im Endeffekt ein Fahrzeug. Okay, vielleicht hat die irgendwie noch speziell was anderes dazu. Und dann könnte man ja sagen, das vererben wir. Ja, das haben wir gelernt. Vererben wir zum Beispiel Public Class Auto Extends Fahrzeug. Ja, das heißt, das vererben wir von der Klasse Fahrzeug. Das heißt, wir haben dann da drin, ne, haben wir alle Eigenschaften von dem Fahrzeug. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in unserer Main ein Auto machen, ja, dann hat die ganzen Eigenschaften von meinem Fahrzeug. Gell, hat das mal da drin. Das ist mal das. Und das könnte man uns jetzt mal anschauen. Das heißt, da habe ich jetzt gar nichts eingeschrieben im Auto. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Main reingehe, gehen wir da rein. Und in meiner Main habe ich da drin. Und dann mache ich mir mal ein Fahrzeug. Ich mache mir zuerst einmal ein Fahrzeug. Fahrzeug F1 ist gleich New Fahrzeug. Und das mache ich mal ein ganz leeres Fahrzeug. Gell. Meine F1 Punkte, dann kann ich da alle Sachen irgendwie drauf zugreifen. Kennzeichen, kann ich schreiben den Namen von meinem, das Name von meinem Fahrzeug ist gleich Rivian Electric SUV. So, das ist so mein erstes Fahrzeug, was ich habe. Das ist so, das ist eigentlich ein Auto, was weißt du, aber das ist schon so. Ist mein Fahrzeug. Und natürlich kann die machen F1.Tankinhalt, gell? Kann die setzen. Ich kann den ja setzen. Ich kann sagen, ja, der hat irgendwie 30 Liter oder so. Kann ich machen, wenn ich will. Und wenn ich jetzt eine Methode aufrufen kann, mit F1. Kann ich Methoden aufrufen. Zum Beispiel kann ich einfach auftanken. Gell? Wenn ich die Funktion auftanken aufrufe, dann wird da einfach, wenn ich zuerst 30 Liter habe und dann wird der aufgetankt, dann hat mein neues Auto hat dann wieder 100 Liter. Also was man gehabt haben, ich weiß nicht auswendig. Schauen wir mal, was er da schreit oder ob da irgendwas schreit oder was wir da machen können. Schauen wir uns das mal an. Das ist der Java Ferrari. Also das Ferrari haben wir. Das haben wir, das schalten wir weg. Das haben wir verletzt. Die alten Sachen brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Nehme ich da mal auch weg. Muss das aussehen.
Auto, Fahrzeug, Game Character. Hier wieder mal weg nochmal. Das alte Zeug mag ich gar nicht. Gut, dann muss man mal kompilieren. Vielleicht geht es ja bei euch schon. Kompilieren. Und schauen wir uns das mal an. Ah, ja. Dein Tank ist wieder voll. Genau. Das heißt, zuerst habe ich 230 Liter drin, aber wenn ich auftanken tue, wenn ich die Methode auftanken verwende, dann kann ich das machen. Ja, also ganz wichtig, dann auch bei den Apps und bei den Spielen, eine Methode ist immer gekennzeichnet mit runde Klammer auf und runde Klammer zu. Und das macht immer was. Gell? Ein Wert ist immer Zuweisung. Gell? Ganz wichtig, das sind immer Werte. Aber auftanken und so Methoden, das brauchen wir dann. Weißt du, wenn ich zum Beispiel auf einen Button drauf drücke, dann ist es eine Methode. Gell? Und so weiter. Also ganz, ganz wichtig, gell? Dass ich das immer im Hinterkopf habe. Und ich kann aber zum Beispiel sagen, F1.tanken oder so. Ja, ich kann natürlich da auch tanken und da kann ich eine Methode machen, wo ich was übergib. Zum Beispiel, sagen wir mal, 20 Liter. So, da. Es geht genauso. Es ist zwar in dem Tank, sollte eigentlich nur 100 Liter drin sein, da habe ich jetzt kein If eingebaut, aber ist ja wurscht. Aber so kann genauso eine Methode dann ausschauen, dass, ja. Wie hast du das mit dem Liter Doppelpunkt dann gemacht? Achso, das macht er automatisch, Simon, gell? Das macht er automatisch. So. Ja? In IntelliJ macht er das automatisch. Schau, wenn du das jetzt aufmachst. Wo bist du? Was nimmst du her? Du nimmst auch IntelliJ? Ja. Ja, dann macht dann schreibst, wenn du die Funktion tanken hast, gell? Dann schreibst du rein 20, dann macht er automatisch das 20. Gell? Okay. Das haut er dann dazu. Gell? Das ist der Vorteil von IntelliJ, weil das wirklich sehr schlau ist. Gell? Das macht er einfach da. Nehmen wir dann gleich her. Natürlich ist das jetzt noch nicht so schlau und wir haben das jetzt noch nicht so schön formatiert und so weiter. Und vielleicht wird der Tank nicht mehr als 100 Liter haben und so. Oder haben wir noch kein IFA gebaut? Keine Ahnung. Es geht jetzt nur darum, dass wir die Strukturen noch mal verstehen. Dass wir das nämlich für die Apps und für die Spiele dann umsetzen können. Weil das da oben, das ist ein Objekt. Gell? Das ist ein Objekt. Und das ist ein Objekt erzeugt aus einer Klasse. Und das macht man ein leeres Objekt. Und was passiert da? Da ruft man einen leeren Konstruktor auf. Gell? Weil nachher, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Apps entwickelt habe, da hat es mich voll herbierend, weil man dachte, ah ja, jetzt kann ich super programmieren. Aber Apps entwickeln ist nochmal ganz was anderes. Ja, ganz wichtig, dass man da braucht man nämlich immer diese Sache. Und ich möchte gern, dass du das gescheit kennst, damit sie gescheite Apps machen können. Weil ein paar Leute kennen das wirklich schon super. Deswegen ist das immer ganz wichtig. Also F1 ist ein Objekt, gell? Das ist ein Objekt. Und das Objekt hat gewisse Parameter, auf das kann ich zugreifen. Und das Objekt hat auch gewisse Methoden, und das kann ich auch zugreifen. Gell? Das ist immer das. Aber jetzt machen wir halt im Auto. Jetzt, wenn ich jetzt ein Auto mache, heute geht es ja darum, dass wir das super nochmal gescheit checken. Auto, und das nenne ich halt A1 oder so. Das ist gleich New Auto. So. Dann kann ich aber auch, ein zweites Auto machen. Also ich möchte gerne ein zweites Auto machen, da muss er. Ich möchte jetzt gerne ein zweites Auto machen, das ja auch ein Fahrzeug ist. Weil Auto ist genauso ein Fahrzeug wie ein Motorrad ist ein Fahrzeug und so weiter. Das Fahrzeug ist so der Überbegriff von dem Ganzen. Und das möchte ich gerne jetzt irgendwie erzeugen. Das heißt, schlau ist immer, wenn man jetzt jede Klasse sich anschaut, dann ist immer schlauer, dass man da mal grundsätzlich einen eigenen Konstruktor schreibt. Gell? Das ist immer gut. Das heißt, schreibe hier public auto und da mache ich geschwungene auf und geschwungene zu. Also es ist immer nicht blöd, wenn ich mal so einen Basiskonstruktor habe. Das ist nie blöd. Da kommen oft so komische Fehler aus, und man findet die dann ewig nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe mal 5 Tage wegen so einem Konstruktorfehler gesucht. Ich bin heute jetzt ausgezogen, ich würde die Leute schon da schießen. Aber ja, kennt ihr manchmal. Aber ja, Konstruktor ist wichtig, immer einen Konstruktor machen. Und einen zweiten Konstruktor, und jetzt möchte ich mir einen zweiten Konstruktor machen, der vielleicht das Gleiche macht wie das Fahrzeug. Und im Fahrzeug haben wir gehabt einen Konstruktor, der einen Namen und ein Kennzeichen tut. Und das kopieren wir einfach. Gell? Das kopieren wir mal.
damit ihr da das Gleiche habt. Das heißt, in meinem Auto, in meinem zweiten Konstruktor, möchte ich vielleicht gern einen Konstruktor haben, der da einen Namen und ein Kennzeichen hat. Und jetzt sind wir jetzt gewohnt, dass wir schreiben würden, Name, jetzt schreibe ich es dabei noch, Name ist gleich Unterstrich Name, Strich Punkt. Und Kennzeichen ist gleich Unterstrich Kennzeichen. Das ist klar. Und das funktioniert ja schon mal, gell? Das heißt, das ist ja da jetzt nichts Schlechtes. Das geht ja ganz gut und so. Nur, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist dann auch praktisch bei so Apps und so. Jetzt ist ja das Fahrzeug so die übergeordnete Struktur, weil jedes Auto ist ein Fahrzeug, ein Motorrad ist ein Fahrzeug, etc. Also alles ein Fahrzeug, gell? Und ich möchte gern, wenn ich dann zum Beispiel jetzt mit dem Konstruktor was starte, was initialisiere, dann möchte ich ja nicht nur Autos machen, sondern es sollen ja automatisch auch Fahrzeuge sein. Und damit die in der Elternklasse, also in der Mama, die Mama ist ein Fahrzeug, ist ja die Klasse Fahrzeug, damit ich das einfach gleich als Fahrzeug tituliere, weil jetzt Auto ist ja ein Fahrzeug, schreibe ich da nicht Name ist gleich Unterstrich Name, Kennzeichen ist Unterstrich Kennzeichen, das kann ich zwar lassen, wenn ich will, brauche ich aber dann nicht, sondern ich möchte gern in dem Schritt, oder, möchte gern die Elternklasse aufrufen. Das heißt, da schreibe ich hin, super. Super heißt, bitte hupf zur Mama, heißt das. Bitte hupf zur Mama und rufe dort den Konstruktor auf. Und welchen Konstruktor möchte ich haben? Ich möchte den Konstruktor haben, der Unterstrich Name macht und Kennzeichen. Das Coole an IntelliJ ist, das checkt er. Wenn ich super einschreibe, dann checkt er das. Dann schreibt er hin, String Unterstrich Name, String Unterstrich Kennzeichen. Das heißt, da brauche ich nur einschreiben, Name, Beistrich, Kennzeichen. Unterstrich, gell, in dem Fall. Was passiert da? Da passiert mit dem Super, dass wenn ich jetzt ein Auto mache, dann wird das automatisch auch ein Fahrzeug. Das heißt nicht, dass ich nachher, wenn ich jetzt Autos und Fahrzeuge mache, dann habe ich einen Haufen Autos und einen Haufen Fahrzeuge, sondern wenn ich jetzt Autos mache, dann sind diese Autos automatisch auch immer Fahrzeuge. Und das ist voll was Wichtiges, auch wenn man das oft nicht so realisiert. Das brauche ich immer wieder mal. Weil jedes Auto ist ein Fahrzeug. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich möchte eine Datenbank machen mit Motorrad und Autos und weiß ich nicht, und Luft und Flugzeug und so Zeug. Und das sind ja alles, Gefährte oder Fahrzeuge oder so, genau. Und dann möchte ich eine Datenbank machen und dann möchte ich ein Computerspiel machen und dann steht da, alle Fahrzeuge sollen gekillt werden. Ja, da muss ich nicht die Autos und die Motorrad und alles auswählen, sondern dann ist das automatisch in dem da drinnen. Das heißt, super, ist jetzt praktisch. Da kriege ich zwar am Anfang gar nicht so viel mit, aber wenn ich jetzt da ein neues Auto mache, jetzt mache ich da ein zweites Auto. Auto. A2. Gleich. New Auto. Und jetzt kann ich zum Beispiel ein Auto machen mit einem Namen. Und das nenne ich jetzt, wie nenne ich den? Der ist auch cool. Was mag ich mir gerne? Ich mache ein Ding. Was magst du für? Ah, der ist auch cool. Ja, das stimmt. Du bist das. Mit dir rang das Zeug. Ja, mir taugt der. Ich schreibe, ich mag den noch. Das ist mein erstes Auto geworden. Wo sie in Amerika, ich habe mal ein Jahr in Amerika gelebt. Ein Yukon heißt der, Yukon. So, das war mein erstes Auto dort. Voll das geile Auto. Würde die nie wieder hergeben, die haben mich zwar zu Tode gefressen, aber okay. Und das Kennzeichen weiß ich, also leider nicht mehr auswendig, aber so ein Haha. Passt. Also mein Kennzeichen. Wurscht. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich da jetzt zum Beispiel ein neues Auto mache, dann ist es automatisch, erstens mal ist das mit A2, habe ich da die ganzen Sachen drin. Ne? Und ich kann das auch super ausgehen und so. Aber ich kann auch natürlich wieder das Ganze darstellen können. Aber ich habe mit dem Konstruktor, habe ich automatisch
automatisch alles gemacht, was ich halt haben wollte. Das heißt, ich habe zum Beispiel automatisch ein Fahrzeug mit dem generiert. Und das ist halt voll was Praktisches, dass ich da irgendwie die Sachen auch machen kann. Das heißt, dein Auto, dein Fahrzeug. Fahrzeug heißt. So. A2 zum Beispiel. Und so kommen wir auf die einzelnen Teile dann wieder. A2 Punkt Kennzeichen, Name oder so, kann man wieder drauf zugreifen. Und ich kann natürlich dann wieder alles, was ich mit dem Fahrzeug machen kann, ich kann auch ganz, ganz normal tanken, auftanken, alles machen, was ich da jetzt machen möchte. Das heißt, ich kann mit diesem Super, kann ich alle Varianten da durchschicken, dass ich das da machen möchte, genau so. Und dann haben wir deinen Tank, genau, passt. Ford Yukon, passt. Und dein Auto heißt, das müssen wir da, das steht ein bisschen. Genau. Also das ist einmal der erste Schritt, was da jetzt einmal voll wichtig ist. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel wieder hergehe und ich möchte gern zum Beispiel eine Methode schreiben, die heißt jetzt nicht nur tanken, das machen wir ja ein paar Methoden, sondern die heißt zum Beispiel fahren. Dann gehe ich jetzt zur Klasse Fahrzeug und dann mache ich mal einmal eine Methode, die heißt einmal fahren. Ja, die heißt fahren. Volt fahren. Da kann man sich überlegen, wie man jetzt irgendwas fahren möchte. Also zum Beispiel, dass ich eingebe die Zeit, wie lang das er fährt und die kmh zum Beispiel. Solche Sachen kann man sich überlegen. Gell? Und ein paar Sachen kann man sich da überlegen, was er zum Beispiel machen kann. Aber jetzt möchte ich einfach ein paar Sachen durchbesprechen. Zum Beispiel kann ich da eingeben, double kmh und double Zeit. Solche Sachen. Und dann kann man zum Beispiel diese zwei Werte übergeben, sagen wir kmh und 1 Stunde oder so. Und dann kann der zum Beispiel ausrechnen, wie weit du fahren kannst. Aber kann natürlich auch diese Fahrtstrecke, könnte man theoretisch mit irgendeiner Zahl multiplizieren und dann vom Tankinhalt abziehen. Gell? Genauso, gell? Das heißt, machen wir mal die erste Variante. Stellen wir uns vor, da geben wir die kmh ein, der fährt 100 km/h und der fährt 1 Stunde, sowas in die Richtung. Gell? Und dann kann man da ausrechnen, ja, zum Beispiel Double Fahrstrecke ist gleich. Und dann könnte ich schreiben, kmh mal Zeit. So. Dann rechnen Sie mal die Strecke, oder? Das können wir machen. Und die Fahrtstrecke. Und da könnt ihr mal hinschreiben, ja, System.out.println kommst so viele Meter, kommst so viele Kilometer. Kann man als erster Schritt machen. Wenn man zum Beispiel da jetzt 100 km/h eingibt und dann 1 Stunde vor damit, dann schreibt man halt, kommst halt dann 100 Kilometer mit der, zum Beispiel, gell? Kann man zum Beispiel machen. Fahrstrecke. Das ist mal die erste Variante, die man da machen kann, natürlich, gell? Solche Sachen brauchen wir, ist klar, gell? Das heißt, ich kann da hergehen, also mal das, Kilometer, kmh mal die Zeit, gell? Mal die kmh mal die Zeit, 100 km/h mal 1 Stunde, kriege ich genau 100 Kilometer. Dann fahrt er 100 oder 100 km/h mal 2 Stunden, fahrt er 200 Kilometer und so weiter. Das ist mal die erste Variante, wenn ich jetzt fahren will, gell? Ist klar. Und das kann ich natürlich mal probieren. Immer testen zuerst, immer einfach anfangen. Ja, nicht zu kompliziert denken einmal am Anfang. Aber zum Beispiel kann ich mir da fahren eingeben. Da sollte das Auto mal fahren. Und dann sage ich mir, der fährt einmal 100 km/h und der fährt einmal 1 Stunde. So. Wenn ich das tue, dann müsste da schreiben, dann du kommst 100 Kilometer. Also, schauen wir mal, ob das mal stimmt. Mal das schon langsam immer. Schauen wir mal.
du kommst so viele Kilometer, 100, gell? Kann ich natürlich cooler formatieren. Aber das ist einmal die erste Variante. Cool. So, jetzt ist einmal das nett, ja. Aber es war natürlich viel cooler, wenn ich da jetzt irgendwie das mit dem Tank machen darf. Oder? Ich kann zum Beispiel die Fahrstrecke, da kann ich mir überlegen. Arthur, Ja? kannst du bitte mal zu der Main zurückgehen? Sicher, klar, sicher. Das heißt, wenn ich. Danke, dann muss ich kurz abschauen. Wenn ich möchte, ja gerne, dass ich jetzt den Tankinhalt da irgendwie nur beeinflussen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ja, wenn ich 100 Kilometer fahre, dann muss man so und so viel Liter irgendwie abziehen. Ja, und dann zirkt es mal, sage ich mal, durch, was sind das für Liter? Sind durch 25 oder so, dann zirkt es mal 4, oder durch 20, sagen wir mal 20 oder sagen wir, Okay. okay, passt. So, das heißt, wie kann man jetzt sagen, für die Fahrstrecke, also wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre, wenn ich 100 Kilometer fahre, dann sollte man jetzt sagen wir mal 5 Liter machen, fangen wir mal so an. Da kann man sich einen Faktor überlegen. Gell? Aber zum Beispiel die Fahrstrecke durch 5, das sind die Liter, was man abzieht. Oder? Da könnte man sagen, Double, kann ich sagen, Abzugsliter. Also kann ich das nennen. Liter, minimaler Liter oder Liter Verbrauch kann ich schreiben, genau so kann ich auch schreiben. Das heißt, ich kann mir natürlich überlegen, wenn ich die Fahrtstrecke, jetzt bin ich 100 Kilometer gefahren und dann kann ich mir halt einen Faktor überlegen, man muss jetzt schauen bei der Tankstelle oder bei meinem Auto, schauen, wie viel Verbrauch das der wirklich hat. Aber kann ich zum Beispiel sagen, in dem Beispiel, die Fahrstrecke dividiert durch 5 oder so, in meinem Beispiel ungefähr, also nicht durch 5, sondern durch 20. So. Meine braucht ungefähr 5 Liter auf 100 Kilometer, wenn er brav war. Dann hätte ich mal meinen Verbrauch. Gell, hätte ich da von, und was kann ich damit denn da? Ich kann dir jetzt sagen, mein Tankinhalt, gell, der alte Tankinhalt, ist der neue Tankinhalt minus mein Verbrauch. Minus mein Verbrauch. Und das könnt ihr natürlich dann wieder kopieren. Sowas. Tor. Ja. Ich habe kein Minus bei meinem Computer. Das ist kein Minus. Ein Strich, einfach ein Strich, einfach ein Strich, gell? Sicher, einfach ein Strich. Ja. Nehmen Punkt oder nehmen Doppelpunkt, gell? Ja. Gell? Aber Minus. Und genau, und da kann man ja zum Beispiel das da ausrechnen lassen. Also immer wichtiger, bitte immer merken, der alte Tankinhalt ist der neue Tankinhalt, so, Entschuldigung, der neue Tankinhalt ist der alte Tankinhalt minus den Verbrauch. Und das ist ja was Praktisches. Zum Beispiel kann ich da machen, kann ich natürlich da ein If einbauen, wenn der Tankinhalt 0 ist, dann muss ich auftanken gehen oder so, das könnte man sich schon langsam jetzt mal anschauen. Aber dass man sieht, wie man so Methoden jetzt schon langsam aufbauen kann. Dass man ist, dann man ist schon her. Und immer wieder testen und immer schauen, ob das ja wirklich stimmt ungefähr. Gell? Schauen wir mal schauen. Ich habe jetzt mein Auto, gehen wir auf diese Main. Sagen wir mal, mein Auto auftanken, da ist er aufgetankt. Und dann fahre ich mal 100 Kilometer. Schauen wir mal, ob das dann stimmt. Und dann soll er einen aktuellen Tankinhalt irgendwie machen. Schauen wir mal, was da steht. Dass er als erstes macht. Da steht da. Du kommst so viele Kilometer und da steht da, dein aktueller Tankinhalt beträgt 95 Liter. Gell? Zum Beispiel. Gell? Das heißt, da rechnet sich das dann aus. Und da beträgt zum Beispiel dann mal daher. Beträgt 95 Liter. Da kannst du jetzt mal das abziehen. Da könnte man natürlich da jetzt ein If einbauen. Gell? If zum Beispiel. If der Tankinhalt kleiner wie, sagen wir mal, wie 20 Liter oder so. Also, dass er dann schreit, bitte auftanken. Bitte fahren Sie zum Auftanken oder so. Bitte schnell auftanken. Bitte auftanken. Bitte schnell auftanken. So in die Richtung. Ja, kann man zum Beispiel überlegen.
Und natürlich kann ich mir überlegen, dass ich zum Beispiel da jetzt nicht auf 100 Liter tank, sondern sagen wir, das ist jetzt vielleicht 50 Liter, das vielleicht ein bisschen realitätsgetreuer ist und da schreiben wir auch 50 Liter rein. Ist, glaube ich, schlauer. Okay. Dann sieht man schon langsam, wie so Methoden dann ausschauen, wenn die größer werden. Dass man einfach da jetzt mal, wenn ich fahren tue, dann fahre ich jetzt erst einmal so und so viel. Und da fahre ich jetzt erst einmal, dann fahre ich jetzt erst einmal da fahre ich mal 100 Kilometer oder 100 km/h eine Stunde. Aber dann fahre ich zum Beispiel A2 fahren und dann fahre ich zum Beispiel mit einem 120er fahre ich dann 2 Stunden. Dann schaue ich jetzt mal und dann fahre ich nochmal und dann fahre ich zum Beispiel mit einem 80er fahre ich 4 Stunden. Und so weiter. Oder 4 Stunden. Und dann können wir immer schon langsam dann und jetzt mal wieder mal die Methode fahren aufgerufen mit unterschiedlichen Zutaten. Der ruft es dann auch immer auf. Und dann schauen wir uns das an. Schauen wir mal. Ah ja, schon. Jetzt haben wir schon unter 17. Zuerst haben wir was? Zuerst haben wir, du kommst, 45. Da 45. Dann 240, da reißt es mir das gescheit an, gell, weil da 120 Kilometer 2 Stunden vor, da reißt es mir die Liter gescheit an. Und dann habe ich nur 17 und dann habe ich einen Scheiß benannt. Dann habe ich keine Liter mehr drin. Also das könnte man dann natürlich auch da überlegen, wenn der Tankinhalt von 0 ist, dann muss dann stehen, wenn der Tankinhalt zum Beispiel kleiner wie 0 ist oder so, dann bleibt das Auto stehen. Also das Auto steht oder so. Kann man sich überlegen. Aber wichtiger für mich geht es da eher darum, dass man sieht, wie so Methoden ausschauen. Und wenn ich jetzt so Methoden schreibe, die was zurückliefern, kann ich natürlich das genauso machen. Oft ist es praktisch, wenn ich so Klassenstrukturen habe, dass ich da Void-Methoden mache. Warum? Weil Void heißt immer, dass ich nichts zurückschmeiße, weil das cool ist. In die Methoden da drin, ne, habe ich ja voll Zugriff auf diese ganzen Attribute, auf Tankinhalt zum Beispiel. In dem Fall eh Tankinhalt das Einzige, was da wichtig ist. Das heißt, ich habe da voll Zugriff drauf. Das heißt, ich kann da auf alles da rumwirken, wie ich machen möchte. Gell? Also ich kann da PS, Name etc. kann ich da reinschreiben. Also die haben eine 50 Liter am Anfang, deswegen. Das taugt dann natürlich nicht. Und das ist halt einmal ganz ein wichtiger Punkt, weil immer wenn man Methoden schreibt, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir da das aufrufen? Ist das dann ein Konstruktor? Ist das ein Attribut? Etc. Also da immer mal schauen. Also vom Programmiercode her war jetzt mal fertig. Ich möchte euch jetzt nur ein paar Sachen sagen. Für nächstes Mal möchte ich ein paar Sachen aufschreiben. Das ist richtig kurz her. Also, oder das kann ich da reinschreiben auch. Bitte merkt euch jetzt. Also, wenn sich jetzt einmal das Android Studio installieren kann, also ich habe hier einen Link eingeschickt, Android Studio, da braucht man aber auch die Android SDK, heißt die. So. Android SDK. Wenn wir dann Richtung iPhone und so gehen möchten, dann bitte installiert euch Xcode, heißt es, wenn es auf einem Mac hat, gell? Wenn es auf einem Windows-Rechner hat, dann bitte Visual Studio, gell? Also Visual Studio. Und wenn es irgendwas nicht checkt, dann fragt es mich dann auch immer gleich. Da habe ich hier einen Link schon heute reingeschickt zu dem Android Studio und Android SDK. Das ist praktisch, aber man kann natürlich dann auch zum Beispiel unterschiedliche Sachen machen mit iPhone, auch in Java und so. Das ist dann auch unterschiedlich, das kann ich dann auch sagen. Und da gibt es zum Beispiel was, das heißt Xamarin, das könnt ihr euch jetzt da installieren. Xamarin, wo ihr es einen Platz habt, gell? Xamarin. Das sind alles Programme, die kosten alle nichts. Also bitte nie Geld ausgeben oder so. Das sind alles Programme, die kosten nichts. Und da kann ich zum Beispiel da jetzt Android Studio, kann ich alle Android-Sachen schreiben. Mit dem werden wir heute halt mal anfangen. Wir werden uns aber dann auch Richtung iOS entwickeln, entweder auf einem Windows-Rechner
mit Visual Studio oder auf dem Mac mit Xcode, das ist dann relativ egal. Ist dann wurscht. Fieri, möchtest du eher iPhone-Apps dann machen, oder? Oder sowas in die Richtung, würde interessieren, oder? iPhone-Spiele eher. Ah, iPhone-Spiele, ah, ja, okay. Ja, iPhone-Spiele machen wir dann in Unity, das heißt dann, das war sonst einmal cool, wie gesagt, Unity, sonst einfach Unity. Wer lieber Spiele entwickeln möchte, dann auf iPhone oder auf Android, das ist dann egal, da bitte dann Unity installieren. Alles, was Richtung iPhone geht, auf ein MacBook Xcode installieren. Alles, was darum geht, auf iPhone oder grafische Programmierung an sich zu programmieren, Visual Studio. Das funktioniert am besten auf dem Windows-Rechner, geht aber genauso auf dem MacBook. Xamarin geht überall gut. Und mit dem fangen wir halt dann an, weil das Zeug, was man da lernen kann, man sowieso auf alle Sachen dann entwickeln. Das heißt, was zum Beispiel, ja, zum Beispiel, Lenny, was war bei dir, was da dir am meisten interessiert? Du bist eher der Entwickler, oder? Android-Apps. Ja, passt. Dann installiert er das einmal, okay? Aber die SDK bitte nicht vergessen, okay? Richtig. Geht das? Entschuldigung, Arthur. Ja, es ist ja. Hallo. Hi. Also müsste man, wenn ich jetzt, also ich bin auf jetzt auf einem Windows-Rechner, soll ich dann Android Studio und Android SDK oder? Was, Felix, was möchtest du am liebsten machen? Was interessiert dir am meisten? Also was, Android interessiert dir, oder? Was für Handy? Ja, voll. Ja, dann installierst du einmal die Android SDK zuerst. Also ich habe heute so einen Link eingestellt, gell? Ja. Und dann installierst du zuerst die Android SDK und dann installierst du das Android Studio. Also. Okay. Aber du brauchst eigentlich nur den Link da alles nachmachen, was da drinnen steht. Okay, passt. Ja? Auf dem Windows-Rechner auf jeden Fall. Aber du, ja? Xamarin brauche ich nicht, oder? Nein, du brauchst das nicht unbedingt. Weißt du, wenn dein Fokus Android ist, dann machst du das da, okay? Aber bei Unity bin ich ja auf der 2017er Version. Soll ich dann umswitchen auf die 2021er? Oder? Wenn du automatisch updaten kannst, dann tue das, ja. Okay? Wenn es zum Beispiel dann. Wenn es dann Android oder iPhone oder irgendwas Spiele oder überhaupt Spiele dann machen möchtest, dann Unity halt nachher noch. Okay? Ja. Aber was? Eher Apps und so auf Windows-Rechner auf jeden Fall das. Ja. Das funktioniert auf dem MacBook genauso gut. Xcode ist nur für Mac, ja, das ist wichtig. Das geht nur auf dem Mac und das ist nur für iOS gedacht. Was das gibt, das sonst installieren, wenn man unbedingt iOS machen möchte, aber iOS-Spiele, da würde ich dann eher mal Unity vorschlagen. Da gibt es eh noch von mir dann einen Haufen Sachen. Ich schreibe dann eh mal aus, was wir genau machen. Wir fangen auf jeden Fall nächstes Mal mit Android Studio an, dass ich da mal sage, wie das funktioniert. Das Coole jetzt bei dem Zeug ist dann, das ist dann wurscht, das kann ich dann für iOS sowieso auch portieren. Und ich kann auch ein Visual Studio Sachen machen und ich kann auch ein Unity und Xamarin und so weiter. Gell? Aber. Danke. Ja, sowieso gerne. Aber bitte sagt euch einfach, überlegt euch mal, was ihr machen wollt. Möchtet ihr lieber Spiele machen? Möchtet ihr lieber Apps einmal machen? Spiele ist auf jeden Fall in Unity netter. Apps ist auf jeden Fall entweder in Android oder in Xcode netter. Oder wenn man andere Programmiersprache sich anschauen will, in Xamarin, ganz okay. Oder Visual Studio, das heißt. Es ist eigentlich alles gut möglich. Es geht nur darum, dass das auch wirklich funktioniert. Da gibt es zum Beispiel, da gibt es immer so Emulatoren und so. Ich könnte euch immer solche Probeprojekte durchschauen. Ja, dass das halt irgendwie macht. Und jetzt möchte ich jetzt kurz da in Android noch was zeigen, wie das ausschaut. Ja, Frage, Simon? Also was soll man jetzt für das nächste Mal installieren? Simon, was möchtest du machen? Was hat dir am meisten interessieren? Ja, so Spiele. Ja, Spiele, was? Android, Computer? Android. Ja, dann installier einmal das da, okay? Android Studio und Android SDK. Passt. Okay? Ich habe heute einen Link eingestellt, das zeige ich nachher nochmal vor. Okay. Ja, das mit dem Android SDK, ja. Ist es beim Android Studio dabei? Oder? Ja, das ist normal dabei, ja. Normal schon. Aber trotzdem, dass du sicher bist, dass du das installiert hast. Gell? Das ist oft so, eigentlich ist es oft schlauer, dass man das zuerst installiert, bevor man das macht. Aber
normalerweise macht das Android Studio das eh automatisch. Gell? Das ist nur manchmal nicht. Deswegen, gell? Ich zeige euch das jetzt eh nochmal kurz vor. Warte mal. Ich zeige euch das eh jetzt nochmal vor. Ich habe euch eh da einen Link. Ich habe euch da eher einen Link jetzt einmal eingestellt. Es gibt einen Haufen coole Links, gell? Aber ich finde den Link gar nicht so schlecht, was da drinnen ist. Nämlich, warte mal, der ist da. Und ich habe euch da meinen Link eingestellt. Und wie gesagt, das, was wir da lernen, das ist dann wurscht, ob das dann Android oder iOS ist und so. Wie gesagt, fertig und studierst dann mal Xcode. Gell? Dann schauen wir da weiter. Kriegst dann auch eine Session dazu. Wie gesagt, überlegt euch auch, was du da machen willst. Aber wie gesagt, Doc, das kannst du zum Beispiel auch ein bisschen so durchgehen. Aber wenn du das da installiert habst, gell, wenn du das installiert habst, dann ist einmal ganz wichtig, dass diese Grobstruktur dann einmal checkt. Gell. Also der Code ist immer in der Java, in die Java-Files drin. Und der Hauptcode, die Main, die heißt dann MainActivity.java, so heißt die dann, gell. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Android-App habe oder ein Android-Spiel, dann heißt das MainActivity.java. Das ist einmal ganz der erste Schritt. Und wenn ich dann das Android Studio zum Beispiel dann installiert habe, dann gibt es vier verschiedene, fünf verschiedene Ordner. Und diese Ordner sind da jetzt angegeben und die braucht man immer wieder. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das mal merkt. Es gibt so einen RES-Ordner, okay? RES, ja, heißt der. Und da sind alle Sachen drin, was kein Code ist. Das heißt zum Beispiel Büdel oder Layout-Sachen oder Icons und so weiter. Die sind da drin, die muss ich da reinschreiben. Okay? Und das werden wir uns ja nächstes Mal schon mal genauer anschauen. Aber da drin muss ich unbedingt überlegen und muss immer wissen, was ist zum Beispiel. In dem Ordner gibt es einen Ordner, der heißt dann Drawable. Gell? Und das ist dann für alle Sachen gleich. Und Drawable heißt dann immer, da sind alle Bilder drin, die ich brauche für meine App. Gell? Alle Bilder, die sind in dem Drawable drin. Das ist ganz wichtig, das muss man unbedingt lernen. Gell? Das muss man wissen, weil sonst macht man immer die gleichen Fehler und dann geht die App nicht. Und im Layout sind die ganzen Layout-Sachen drin, was ich irgendwie brauche. Da gibt es einen Ordner, das Mipmap, da sind die ganzen Sachen drin, wenn jetzt welche Icon das hat. Welchen Icon, wenn ich jetzt drauf drücke, auf das App und so. Und gibt es einen ganz wichtigen Ordner, der heißt Values. Und Values sind die Werte. Und da steht zum Beispiel drin, wie verschiedene Werte, also gewisse Eigenschaften von meiner App, so Auflösungen oder gewisse Informationen zu meiner App etc. Also das steht da immer drin. Und das sollte man immer wissen. Weil man macht oft ganz die gleichen Fehler immer wieder. Und das heißt, für mich jetzt ganz wichtig, für euch dann, fürs nächste Mal, bitte installiert sich mal das Android Studio und das Android SDK. Mit dem fangen wir jetzt dann an. Und wenn es dann iOS klein nebenbei macht, dann installiert sich bitte mal, wenn es ein MacBook habt, dann installiert sich bitte Xcode. Ja, ganz wichtig. Xcode, das ist auch ein super Programm. Wer da Hilfe braucht dazu, gell, Ferdi zum Beispiel, kannst du gerne melden, gell, unbedingt melden, dass das läuft, dass wir es schon mal durchgehen können. Und wer aber dann unbedingt Spiele machen möchte, egal ob das dann Handy oder Computer und so weiter, das bitte dann im Unity machen, weil dann machen wir da ein paar Sachen. Der große Vorteil für Unity ist scheißegal, ob das dann ein Handy ist, ein Computer ist, ein iPhone ist, ein Android ist. Da drücke ich dann auf Export und dann schießt man das aus. Okay? Das ist voll was Praktisches. Das sagen wir. Und das lernen wir dann auch. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass ihr jetzt einmal überlegt, was möchtet ihr machen. Ich zeige euch ein paar Sachen vor. Wir fangen jetzt einmal, machen jetzt so zwei, dreimal einmal mit Android was. Dann machen wir ein paar Mal was mit Spiele und so verschiedene Sachen mit Spiele und Java und dann zeige ich da noch ein paar Sachen dazu. Super. Aber so vom Input her sind wir halt fertig. Das könnt ihr mir jetzt natürlich noch fragen.